Und damit willkommen zurück zu Sherlock Holmes Jagd Monsieur Arsène Lupin. Wir sind hier kurz vor dem Ende. Wir sind im Tower und haben festgestellt, dass Lupin auch hier im Tower irgendwo rumrennt. Ja, und wir müssen jetzt erstmal Oberwärter Smiths befreien. Ich habe mich vorhin nochmal umgeschaut und ich habe hier was vergessen. Ich glaube aber nicht, noch nicht, dass ich das jetzt unmittelbar brauche. Kleine trockene Stückchen Holz. Ja. Ja. Waffenkammer. Der hat mir einen Schlüssel zur Waffenkammer gegeben. Okay, hier hinten war da auch irgendwo noch eine Tür. Nein. Da hinten aber. Ja. Da hinten geht die Tür auf. Die muss jetzt aufgehen. Ja. Das ist die Tür zum Juwelenhaus der Königin und sie ist ziemlich massiv. War das das Geräusch einer Säge hinter der Tür? Lupin könnte sein Werk jeden Moment vollenden. Ich muss mich beeilen. Oh, wo kommst du denn her? Wenn ich dem Namensschild auf dieser Uniform Glauben schenken darf, heißt dieser Wärter Summerby. Offensichtlich hat sich der Doktor, Dr. Lupin, auch um ihn gekümmert. Der Wärter muss diesen Schlüssel verloren haben, als er hingefallen ist. Wofür könnte er sein? Schlüssel. Gehen wir mal schon vor Platz gucken. Vielleicht ist er hier für den Lagerraum. Sie mich hier raus. Das Schloss der Gitter. Nein, das passt, der passt da nicht rein. Himmel, wo passt der Schlüssel rein? Ist der hier für irgendwo? Sunderby war hier. Ne, hier war ich nicht fertig, offenbar. Wo kommt dieser Schlüssel jetzt bloß hin? Wo haben wir denn eine verschlossene Tür? Im weißen Turm? Geschlossen. Nein. Mein Gott, wo kann der denn hinkommen? Keine Ahnung, wo der hinkommt. Das ist die Tür zum Juwelenhaus, Deck. Züge, ich mag Züge. Der innere Du. Nachher werden wir auf jeden Fall noch mal rechnen müssen. Geschlossen. Ah, hier ist er bestimmt für. Geschlossen. Nein! Ja, ich muss aber erstmal den Oberwärter Smith da rausbekommen. Schlüssel gibt's wohl nicht, wenn ich mich recht entsinne. Schlüssel gibt's nicht. Holen Sie mich hier raus, Holmes. Ja, ist ja gut, mein Gott. Ich werde das Gefühl nicht los, dass irgendwas in der Waffenkammer ist, weil der Typ war ja in der Waffenkammer. Hier, genau. Vielleicht kann ich etwas. Die Truhe war verschlossen. Ich wusste, hier war irgendwas verschlossen.
Das könnte noch nützlich sein. Eine Pfeile. Das könnte noch nützlich sein. Also brauchen wir es auf jeden Fall. Eine Pfeile. Ah, die Pfeile, die können wir vielleicht dem Oberwärter Smith geben. Ach, Lagerraum war hier drüben. Hier, ich konnte nur diese Pfeile finden. Kann man auch ohne Schlüssel ins Juwelenhaus gelangen? Nein, nicht ohne Kanone. Dann muss ich mir eine besorgen. Das ist gewiss ein Scherz. In solch ernsten Angelegenheiten pflege ich nicht zu scherzen. Solche Dinge sind in der Waffenkammer, oben neben der Treppe zum Weißen Turm, dem Hauptturm. Der Zweitschlüssel befindet sich in einem der Dienstgebäude, aber es wäre zu kompliziert, Ihnen zu erklären, wie Sie ihn finden. Bitte befreien Sie sich so schnell Sie können. Suchen Sie den Schlüssel und öffnen Sie mir die Tür zur Waffenkammer. Ich stoße dort zu Ihnen. Ist das Ihr Schal dort? Würden Sie ihn mir reichen? Den hat meine Tochter mir gerade erst gestrickt. Bitten Sie sie um einen neuen. Denn bevor wir ins Juwelenhaus gehen, muss ich Lupin den Rückweg versperren. So, wie verspreche ich ihm jetzt den Rückweg? Das war beim Green Tower, glaube ich, ne? Nein. Römische Mauer, nein. Ne, das war die Waffenkammer. Mein Gott, wo war das denn jetzt? Schafott, nein. 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 Ich glaube, am nächsten ist es echt bei der Waffenkammer. Kann ich eigentlich Da ist es. Da ist das Ding. So. Das Seil hängt sehr hoch. Ohne das Schlüssel. Man muss irgendwas da dran tun. So, dann gucke ich mal. Irgendwas verbinden jetzt. Ich habe es. Ich werde zwei Heißluftballons machen. Ich muss das Seil durchbrennen, das Lupin zwischen dem Juwelenhaus und außen gespannt hat. Andernfalls wird er auf diesem Weg entkommen. Schnell, die Zeit drängt. Ich muss das Seil durchbrennen, das Lupin zwischen dem Juwel... Ja, er macht einen Heißluftballon. Toll. Sehr schön, ich will auch einen machen. Was braucht man denn für einen blöden Heißluftballon? Jeden Samstag und Sonntag. Flüge, 5 Schilling. Das haben wir. Ein Flan... Irgendwas... Wie kriege ich da... So... Hallo? Habe ich überhaupt alle Sachen? Das ist die große Frage. So. Schnurextrem habe ich. So, das ist Nummer 1. Öl. Nein, Holz. Nein. Das auch nicht. Nein. Den Schal. Nein. Nein. Hä? Ja, jetzt brauche ich irgendwas, woran die ich. Wie kann ich denn die wärmen. Ah, so. Jetzt muss ich etwas in den Korb tun. Das Seil hängt sehr hoch. Ohne das. Ja, und jetzt? Anzünden, anzünden. Anzünden.